Was, was? Warum lachst du? Ja, ich bin gerade mit der Maus, dann habe ich es gesehen. Also war das doch vorhin. Ich hab gedacht, ich spinne. Jetzt kann ich auf einmal zack, Nebel. So von einem. Ah! Jo mei, was ist denn das? Ach, das ist Schrott. Kacke! Was? Alter Schwede. Cool, nichts. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Genau. Da gibt es viel, aber nicht viel Sinnvolles. Da hinten sind auch wieder ein paar Gebäude. Yippie-yay-yay. Halt, stopp. Halt, stopp! Halt, stopp, schade. Nichts drin. Ja. Nichts, nichts, nichts. Krass. Ich glaube, ich werde mich jetzt so entscheiden, dass ich nächste Session, die ich mal streame oder die mal aufnehme oder so, werde ich mal auf den PvP-Server gehen. Weil das wird auch auf Dauer ziemlich langweilig hier, muss man schon mal sagen. Hier ist ja gar nichts los. Ich meine, wenn es so auf dem PvP-Server ist, ist es auch gut, ne? Wenn da Ja. keiner ist oder so, aber. Aber auf Dauer. Aber irgendwie, ja, mir fehlt irgendwie die Spannung auch vor anderen Spielern und so ein Scheiß. Auch wenn ich dazu neige, ständig zu verrecken. Was ist das? Guck mal, ein Grill. Ein Grill. Hallo? So, jetzt legen wir nochmal das Rabbit Meat einfach mal auf den Grill. Mal gucken, ob es da vielleicht besser klappt. Und das Ding, hat das jetzt Wasser, weil das so schwappt? Nee. Ich krieg diese Scheiße nicht gekocht. Warum nicht? Ach doch, es ist gekocht.
Es ist gekocht. Halt die Kohle wieder mitnehmen. Ich hab gekocht, ich hab gekocht. Juhu. Cool, also auf dem Grill funktioniert's. Krass. Das ist ein doofes Gebäude, das will ich nicht. Das zu gucken. Aber kann man doch wieder bloß kacken. Oh, so ist das. Black Cap. Interessiert mich nicht. Auf Close. Nicht. Scheiß. Nicht. Los, nicht. Oh, ja, cool. Munition. Oh, hi. Alter, die haben sich ja ein paar Basen errichtet, Wahnsinn. Ja, aber langsam. Was ist das? Langsam kann es aber mit dem Bogen umgehen. Metal Seed. Metal Sheet. Schild. Sheet. Was kann man denn damit machen? So, Crafting Menü. Metal Sheet. Zack. Oh wow, kann ich eine Pipe machen? Bandage könnte ich auch machen. Metal Bar. Vorne ist. Okay. Ja. Hier ist ein kleiner Wichser. Wow. Oh, da drüben steht noch was rum, da wollen wir mal hinlaufen. Oh. Steht da ein Häuschen. Okay, also. Wie gesagt, nächste Session werde ich mich dann auf den PvP-Server wagen. Weil langsam doch kommt man schon so ein bisschen zurecht. Ja. Bin zwar jetzt noch nicht der perfekte Bogenschütze, aber ich treffe doch schon, wo ich hin denke zu treffen, treffe ich nicht, aber manchmal. Nicht. Und ja. Werde jetzt hier noch mal ganz kurz rumgucken. Ja, sagen wir mal so, du hast dich mit dem Bogen von einem blutigen Anfänger zum Anfänger gesteigert. So. Genau. Blut ist weg. So, ja, genau. Immunboosters. Guck mal, das ist geil. Ich finde jetzt auf einmal so viel. Aber alles, was ich nicht benutzen kann, das finde ich jetzt halt gerade so doof. Du hast jetzt, ich habe jetzt die Waffe, ich habe jetzt so viel. Ich meine, klar, es ist schade um das Loot, wenn man jetzt stirbt oder so, aber auf der anderen Seite, ich kann es ja nirgendwo einsetzen. Ist ja nirgendwo, wo ich jetzt wirklich
Außer jetzt bei Zombies, die knall ich aber lieber mit dem Bogen ab, weil ich ja sonst andere Zombies wieder anlock. Also, der sinnvollste Faktor an so einer Pistole ist nun mal der PvP. Die PvP-Sache. Und ja. Und da die jetzt hier nicht gegeben ist. Naja, ist das halt alles so ein bisschen sinnlos. Aber das Coole ist, was ich ja vor uns ganz am Anfang sagen wollte, was ich dann schon wieder völlig vergessen habe, ist, es gibt ja hier auch verschiedene Sachen zum Einstellen. Das kann ich ja dann vielleicht mal noch zeigen hier in dieser Aufnahme. Und zwar gibt es hier zum Beispiel Battle Royale Server. Das heißt, das ist so Hunger Games mäßig aufgebaut. Wer als letztes überlebt, hat gewonnen, sozusagen. Es geht halt direkt im Deathmatch-Style gegeneinander. Also da ist dann sozusagen das Töten von anderen nicht, weil sonst kommt man nicht weiter. Finde ich auch cool. Da gibt es die normalen Dinger hier. Und dann gibt es halt noch die PvEs. Die ja auch sehr gut funktionieren, weil manchmal liest man ja auch bei anderen Spielen PvE und dann knallen sie sich trotzdem gegeneinander über den Haufen. Aber das ist mal so wieder so ein Paradebeispiel. PvE ist nicht immer das Wahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das war früher schon immer, wo wir immer gemeckert haben, ah, jetzt haben sie mich abgeknallt, jetzt haben sie mich abgeknallt und bla bla. Aber ich war schon immer so der Meinung, ohne das PvE ist es, ohne das PvP ist es auch wieder langweilig. Weil schau, du lootest dich hier voll und machst dich hier sonst wie und kannst aber nichts damit anfangen. Weil, wozu? Richtig. Gut, ich kann jetzt hier mal auf den Zombie schießen. Super, da ist jetzt zusammengeklappt. Total toll. Jetzt kann ich eigentlich schon drauf warten, bis die nächsten Zombies kommen. Oh. Das ist ja jetzt auch nicht das Wahre. Mal zum Üben hier. Hin und her ist gut. Aber jetzt direkt nur PvE zocken könnte ich persönlich nicht. Aber die haben echt am Loot gebastelt, ne? Also leck mich die Säck. Gibt richtig gut Loot. Gut Loot. Gut Loot. Gut Loot. Da, 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 da. Gut Loot. Aber halt kein Auto. Ich hätte gerne ein Auto. Gib mir doch ein Auto. Ich will auch mal Auto fahren. Auto. 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 Zombies! Zombies! So. Oh ja, ein bisschen stunk. Da ist einer. Wo ist er? Nur ein toter Zombie ist ein guter Zombie. Ja, ihr merkt schon langsam, ich komme doch langsam zum Ende. Weil jetzt ist ja auch langsam mal Bettgehzeit. Der Onkel muss ins Bettchen. Und ich werde es jetzt tun. Ich werde mir jetzt mal diese Spritze injizieren. Aber zuerst probiere ich den anderen. Das probiere ich danach aus. Ob ich mich damit da vielleicht wieder retten kann, sozusagen. Okay, wir haben jetzt zum Beispiel, das würde mich mal interessieren, wie viel gibt denn das DOS zurück? Oh, doch ganz viel. Das wollte ich noch probieren. Genau das wollte ich noch probieren. Uiuiui, das hätte ich jetzt bald vergessen. In meinem, ich mache jetzt Schlusswahn. Und zwar hier, dass man da das sollte man ja so so das hier das ähm.
Jetzt nicht nerven, ich will wissen, was das ist, ja. Ach komm, dann. Guck mal, hier können wir uns Essen und Energie auffüllen. Ach so, Energie habe ich jetzt gerade nicht. Scheiße. Och, war das wenig. So, kann man sich diesen Bowdrill jetzt hier hin? Nee. Was klopft da so? Ein richtiger Hirsch. Und der Hirsch. Oder muss ich den Bowdrill, den Trill, Bowdrill da reinstellen? Dann wird aus dem doch bloß. Ich habe keine Ahnung. Ignit. Ah, guck mal. Das dauert ein Stück. Mal gucken, was das ist. Dieser Bowdrill. Klingt ja wie Bohrer, ne? Wie so ein Bohrer. So, zack. Wow. Und jetzt? Smiths. Guck mal, Essen, super. Was habe ich jetzt mit dem Bowdrill gemacht? Keine Ahnung. Timer ist abgelaufen und so. Du musst nochmal den Timer abwarten. This Bowdrill will create glowing embers that earn. Ach, stopp! Ich glaube, ich weiß, wozu das ist. Warte mal. Geh mal aus, du Feuer. Okay, kann man es hier probieren. Und zwar, pass auf. Wenn ich jetzt hier die. Ich glaube, ich weiß, dass Bowgrill, das kam mir doch so bekannt vor. Mal gucken, das wird bestimmt klappen. Ignite. Pass auf! Aua! Oh, bitte der Arschweh vom Sitzen. Aha, au, heftig. Und zack, genau. Dafür ist es einfach nur da. Und zwar zum Feuer einmachen. Das ist sozusagen ein eingeborenen Immunitätsbooster. Cool. Und jetzt zack! Wow. Oh, ich habe ein H1Z1-Virus, 1%. Kann auch nichts dagegen machen, oder? Nö. Krass, ich habe ein H1Z1-Virus. In dem Spiel H1Z1. Krass. Und jetzt? Was kann ich jetzt mit dem H1Z1-Virus? Ist schneller. So, überall Hasenboxen. Fühlt sich aber jetzt auch gar nicht. Ach komm schon. Wozu ist der Heiz-Zellens-Virus?
Toll. Zwischen H1Z1-Virus, aber der H1Z1-Virus, der fühlt sich gar nicht auf. Spielt ein H1Z1, H1Zombie1. Ja, keine Ahnung. Ich weiß weder, ob das positiv noch negativ ist. Schade, ich dachte, ich sterbe da dran jetzt. Aber es heißt schade, dann kann ich mich an der Stelle hier dann das nächste Mal noch ein bisschen rumgeigeln. Brown Jeans, okay. So, dann lege ich mich jetzt einfach hier hin. Schlaf eine Runde. Ne, wie geht das jetzt hier? Was ist jetzt? Ja. Und dann werde ich mich jetzt trotzdem hier mal verabschieden an der Stelle. Weil jetzt passiert ja gerade überhaupt nichts. Und der H1Z1-Virus tut sich gar nicht. Also passiert ja gar nichts mit dem Ding. Aber das könnte vielleicht dadurch diese Pillen geschluckt habe mit der Immunität da. Ich weiß es nicht. Würde es aber gerne herausfinden. Zombies, holt mich! Es geht ja immer so schnell mit dem Sterben. Aber willst du sterben? Hast du keine Chance. Hallo? 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 Juhu. Ja, Zombies wollen nicht. Die kommen ständig. Die Zombies kamen, habt ihr vor uns gesehen, die kamen ständig. Und jetzt? Wo sind sie hin? Keine Ahnung, was interessiert mich mal. Ich werde das auf jeden Fall noch jetzt nach der Session noch googeln. Mit dem H1Z1-Virus. Vielleicht wirst du ja hier dann sogar zum Zombie, dass du dann so ein bisschen für deine Gruppe ein Problem sein könntest, wenn du da damit infiziert bist. Oh, scheiße. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht, ne? Da ist man dann sozusagen der, die bald umkippende Lootbox. Weil da kann man dich ja bloß noch als Loot benutzen, bis du irgendwann mal stirbst. Also als Lootbox sozusagen, dass du Loot mit rumschleppst. Warum springen denn deine Vollpfosten? Ich sehe keine Zombies. Hä? Was mach ich denn? Oh. Ja, wer bist du denn? Kann man doch mal wieder ein bisschen, ja nicht gerade leben, aber Bewegung ins Spiel.
Na gut, dann werde ich mich jetzt hier einfach in so einen Wohnwagen stellen, Tür zumachen und mich auslachen. Weil wenn ich nicht sterben darf, dann will ich jetzt auch nicht sterben, ne? Dann. Und das nächste Mal sehen wir uns auf einem PvP-Server. Und dann wird das alles ein bisschen interessanter. Guck mal, ein Zombie. Alter. Oh, daneben. Er ist ja doch gestorben. Er ist ja doch gestorben. Hey, jetzt kommen sie auf immer, oder was? Aus ihren Löchern. Vögel. Naja. So, jetzt aber wirklich. Ich schau jetzt ab. Also dann. Wir sehen uns dann bei der nächsten Session oder so. Und tschüss. Tschüss.